Weiter geht es hier mit einer spannenden weiteren Folge hier bei Let's Play God of War. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein fettes, großes Dankeschön an die Menschen da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch positiv bewertet haben. Ihr seht, wir sind diesmal wieder in der Höhle von der Hexe, denn wir müssen natürlich zu der Hexe gelangen, weil sie soll ja Mimira zu Leben erwecken. Und das werden wir auch tun. In der letzten Folge haben wir weitere Nebensmissionen abgeschlossen. Weitere Geister befreit und Brooks Nebensmission abgeschlossen. Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Ja, und jetzt schauen wir mal einfach, wie es dann jetzt hier weitergeht mit den beiden. So, wir sind da, aber halt mal, Junge. Hier ist ja was. Und da können wir jetzt endlich durch. Ja, na super. Ja, unser Kleiner macht wirklich riesengroße Fortschritte. Und, aha. Was haben wir hier? Noch so, okay, Symbol der Bedrohung gefunden. Ja, und hier ist so ein Siegel. Eins von drei. Und hier geht es nach oben? Moment mal, wo kommen wir raus? Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Ach so, wir sind jetzt wieder hier. An den schönen Ort von der Hexe. Also ich würde sagen, das ist eher ihr Garten. Ja, das ist doch echt hier. Hier könnte ich mich am wohlsten hier fühlen. So schön friedlich. Es ist einfach hier wunderschön. Junge. Gebet an Frick. Okay, es war ein Gebet. An jemanden, der Frick heißt. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Okay, also... Wow, 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 wait a minute. Ich dachte, ihr wärt friedlich. Okay, jetzt können wir wieder rein, aber Moment mal. Was haben wir denn hier erstmal? Lies vor. Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Der Rabengott. Okay, was steht hier? Kannst du das lesen? Jawohl. Say the Needings über jeden Eindringling.
Interessant. Okay, ja gut. Ich würde sagen, ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Oder doch? Können wir das benutzen? Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Okay, aber ich sehe jetzt hier auch irgendwie kein Rätsel. Diese Runen auf dem Stein. Da steht überhaupt nichts. Es ist Unsinn. Wait a minute. Müsste doch bestimmt noch eine rumliegen, oder? Nee, okay, anscheinend nicht. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen dann mal rein. Weil was anderes können wir jetzt hier auch nichts mehr machen. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Emily. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können ihr nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard.
Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Okay, jetzt Moment mal. Die Hexe heißt also Freya und sie ist auch eine Göttin. Okay, aber ganz ehrlich, mir war irgendwie klar, dass sie auch eine Göttin ist. Das hat man irgendwie schon so ein bisschen gemerkt. Vor allem auch, dass sie so zaubern kann. Ich meine, klar, es gibt bestimmt auch Hexen. Die sind auch Menschen, aber und keine Göttin oder Götter. Erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Aber naja. Interessant. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Eher nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber? Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zu mir. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzumachen. Ist der etwa kaputt? Mimir, wir sind auf dem See. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke. Ja, und jetzt sind wir wieder back on the street. So, na dann, alle mal aussteigen und weiter geht's mit der Reise. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber sowas von. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Okay, ich bin mal gespannt. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Waiu. Oh nein, falsche. Matunlongu. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Efrio von Gur. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu.
Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Okay, ein neues Ziel. Haben wir jetzt abgeschlossen. Mimirs Anweisungen zum Meißel folgen. Der magische Meißel, okay. Und jetzt sind neue, ich wollte schon sagen Welten, aber neue Orte zum Erkunden. Da, ja, werden wir vielleicht irgendwann auch nochmal machen. Aber jetzt machen wir weiter mit der Story. Entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Mir auch, mein Junge. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Reise. Wo dann geht's zum Meißel? Rudere bis zu den Statuen der Rune. Dann zwischen ihnen durch. Mimir, warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Vanen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Vanen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Moment mal, jetzt ist hier wieder ein Geist? Okay. Ah, wieder eine Nebenmission. Lass mich ran, wir müssen wieder weitere Geister befreien, kann das sein? Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Igitt! Gulwegs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Gulwegs Knochen sammeln. Knochen der süßen Gulweg genommen. Eine neue Nebenmission, okay. Bring mir ihre Knochen, Kind. Gulweg wird dich belohnen. Okay, ich weiß Bescheid. Der besondere Meister befindet sich gleich hinter diesem Knochen. Dann mal los. Oh, ihr wollt doch mich verarschen. Hey, was macht ihr denn hier? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind, während wir... Such sie, wenn du willst, Junge.
Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Ja, man merkt schon, der kleine Junge will einfach fast jeden einfach helfen. Naja, ich meine, ich kann es verstehen. Aber man weiß ja nicht. So, und sind jetzt nur drei Orte. Okay, aber wisst ihr was? Wir machen einfach weiter mit der Story. Ich würde mal vorschlagen, die Knochen sammeln wir, wenn wir wieder auf dem Rückweg sind. Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die beste Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tabor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hatte. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Hrimthor hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Hrimthor floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen. Und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Thor tötete ihn. Oh nein! Er fiel auf ein Dorf? Ja. Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. So, da sind wir. Nördliches Eine gefährliche Dock. Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Oh Gott, was bist du? Alter, ist das ein Werwolf? Alter, es sind fucking Werwölfe. Okay, also, es gibt hier auch fucking Werwölfe in diesem Spiel. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Okay, ja gut, aber die Werwölfe waren jetzt nicht das große Problem. Aber hier ist wieder so eine Truhe. Mist, das hat gar nichts gebracht. Wie komme ich zu dieser Truhe? Ah, Moment mal. Ah, ich verstehe schon. Jawohl, gib mir meinen Loot. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Und natürlich muss es wieder eine Höhle sein. Aber ich denke immer, also ich rechne natürlich immer wenn wir in einer Höhle sind, erwartet uns was Böses. Ich meine, das kennen wir schon jetzt gerade hier am Anfang des Spiels, aber auch generell. Obwohl, ja gut, wir sind etwas noch draußen. Aha, noch wieder eine Truhe. Da oben, siehst du? Und wieder so eine Armrüstung. Ach nee, komm schon. Ich kann mir hier was Besseres leisten. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Ah,
Alles klar, das ist der Riese. Jetzt sehe ich es. Ich sehe sogar seinen Kopf. Meine Fresse. Oh, noch fucking Werwölfe. Okay. Sei bereit. Okay, Moment mal, hier haben wir wieder Ruinen. Also Siegel. Ah, verstehe. Okay. Wieder so ein Rätsel. Okay, den ersten habe ich schon mal. Jetzt muss ich die anderen zwei finden. Ah, Moment mal. Befindet sich einfach so eine Truhe in der Öffentlichkeit? Okay. Nehme ich doch mal gerne mit. Ja, die bieten, glaube ich, irgendwie nicht so gerne richtige, bessere Rüstung an. Die kriege ich nur bei den Zwergen. Bei den Zauberzwergen. So, das nehme ich mit. Na bitte. Geht doch. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ah ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Und ich meine jetzt, hier irgendwo hinten konnte ich jetzt dieses Lichtkristall einsetzen. Ja genau, dort hinten. Ach, der kleine Atreus. Hat einfach nur Spaß. Ach nö, es ist wieder so ein Kack. Boah, ich weiß nicht, Leute. Da kommen auf jeden Fall die stärksten Gegner raus und eigentlich habe ich nicht so wirklich keine richtige große Lust. Deswegen. Nee, ich ignoriere das einfach. Mir ist völlig egal, was ich für eine Belohnung nicht bekomme, aber ich mach's nicht. Da haben wir schon mal das zweite. So, und wenn ich jetzt mich nicht richtig erinnere, fehlt nur noch eins. Tatsächlich, okay. Und natürlich ist die große Frage, wo ist das letzte Teil? Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. Ja!
spektakulär. Moment mal, Moment mal. Sindri? Alter! Aber es war irgendwie so klar, dass wir einen von den beiden wieder hier sehen werden. Die sind ja fast hier überall. Aber eigentlich will ich gerne nochmal zurück wegen dem Siegel, aber... Okay, Moment mal, Moment mal. Warte mal, Junge. Warte mal. Ich will erstmal hier das Siegel machen. Sindri muss noch ein bisschen hier warten. Habe ich das hier oben überhaupt schon gemacht? Ich glaube eher nicht. Wie kann es sein, dass ich das hier übersehen habe? Aha. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Jawohl, das Tor ist offen. Ja gut, dann hat sich das auch erledigt. Gott sei Dank. Zeichen des Hüters. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, rennen wir ganz schnell zurück zu Sindri. Ach, ich habe so ein Gefühl, der verbessert uns wieder unsere Axt. Ich meine, können wir das eigentlich nicht auch einfach machen? Ich brauche nur einen Hammer. Muss den Hammer einfach auf meine Axt draufschlagen und schon ist meine Axt ein bisschen verbessert. So einfach geht's. Wow, das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und... Euer Hirn versteht nicht, was es sieht, und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Roch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Ja, seht ihr, wisst ihr, was ich meine? Einfach nur draufhauen und meine Axt ist schon ein bisschen verbessert worden. Und Alter, mal ganz unter uns. Der hat nicht mal die Axt getroffen. Der hat einfach nur auf den Tisch gehauen. Okay, wow, also... Meine Fresse. Und ja, wir haben jetzt wirklich und den Beweis, die Zwerge sind kenne, einfach magisch. Nur ein kleiner Gefallen. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? So, Moment mal, Moment mal. Einer nach dem anderen. So, du hast wieder eine Nebenmission für uns. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also... Seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein, mit dem ich euch helfen könnte. Okay, es geht wieder um den Wetzstein. Interessant. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos.
Nicht, wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. So, ich schau mal erstmal auf der Karte. Wow, ey, der Riese wird tatsächlich auf der Karte sogar abgebildet. Schon krass. Okay, wird er nicht hier angezeigt? Hier sind die Knochen. Aber nirgendwo sehe ich eine Nemesion über dem Wetzt. Ach, da! Boah, meine Fresse, der ist aber echt weit hinten. Okay, okay, Leute, und ich sehe gerade auf die Zeit, und es wird so langsam mal Zeit, wieder mal die Folge zu beenden, so leid es mir auch tut. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ich sage noch danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart, und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei God of War. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.